Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge sind wir auf dem Weg zu diesen Dingen hier hingegangen. Gamera Eagles Cove. Und ja, ich werde extrem schnell jetzt gerade geheilt. Geil. Longfellow kämpft noch hier gegen diesen einen Ghoul, den wir schon ein bisschen angekratzt haben und jetzt nicht mehr anscheinend. Und ja. Ich habe noch keine XP bekommen, also nicht mal lebt noch. Das gefällt mir schon mal nicht. Hier trinken wir was. Keine Animation. Au. Durch das jetzt. So, ich muss mal kurz das hier einsetzen. Noch alles nicht nach. Das ist eigentlich lieber, wenn du in die Ecke gewesen wärst. Puff. Au! Er hat mir eine Bowlingkugel gegen den Rücken geschossen. Hoffentlich muss seine Beine verkuppeln. Oh, jetzt muss ich erst nachladen. Slow Motion nachladen. Das ist so intens gerade. Er hätte gedacht, dass Nachladen so intens aussehen könnte. Bam. So, die sind bei dir gelandet, ne? Da sind deine Beine, ja, dein Rechtsbein ist verkuppelt, sehr gut. Der Schuss kam nicht von links. Hallo? Mein Gott, bist du echt so langsam jetzt? Mein Gott, wie viele Schüsse in dem Ding drin. Radiogewehr, was ist das denn? Okay. So, eine. Schon sagen, ist das von mir? So, was ist die zweite? Ich habe die schon wieder verloren. Nein. Wieder aus den Augen verloren. Ist doch nicht. Hey. Na gut, ich weiß ja, wie man die machen kann. So, Radiumgewehr, zeig mal. Mit dem Muni. War das so? Würde ich vielleicht benutzen. Ich habe ein bisschen aufgeballert habe. Muss ich mich so heilen. So, also. Schneller, ne? Nicht was Strahlung oder ist Schnuppe. Oder dabei habe ich genug. Keine Ahnung, wo die eine Kugel gelandet ist. Supi. Da gehen wir jetzt mal da rein. Wahrscheinlich noch mehr gut auf uns warten. Rein da! Rein da! Ja, ich glaube, das Radiumgewehr werde ich auf jeden Fall aufballern mal. Und so gucken, was es kann. Giftschaden, weiß ich nicht. Richtig gebraucht und so was. Hi, was geht? Sag mir, du bist verschlossen, jawohl. Die machen wir fertig. Eine Scheibe, ey. So, Nebel. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie stark die waren. Dass das eine Herausforderung sein könnte. Vorsicht!
Jetzt kommt einer von rechts oder so. Oh ja. Ach, ich bin voll weggeflogen. Wieso kriege ich keinen Erfahrungspunkt, wenn sie mich verarschen? Was für ein gewaltiger Fehler das war. Oh ja. Natürlich der stärkste. Nichts abbekommen. Ich dachte, Werkzeug wäre schon da. Da machen wir nicht so den Schaden. Ich kann mir nicht so viel Schaden leisten. Warum machen meine Granaten so wenig Schaden? Leder. Ich liebe den Geruch von Leder. Tue ich wirklich. Nein. Also vom frisch ausgepackten liebe ich den Geruch. Und Leder riecht irgendwie immer wie frisch ausgepackt. Frag mich nicht, woher ich das weiß. Warum kriege ich das Ding nicht geöffnet? Lass mich von Leder ablenken oder was? So, danke. Cool. Ah, mit dem Vorkriegsgeld. Ich will den neuen Helm mir noch kaufen. Ist mir noch nicht entgangen. So. Wir haben natürlich wieder massig Schaden gemacht. Geil. Ich weiß gar nicht, was ich aufleveln soll als nächstes. Also kann man auch sehen, ob die noch am Leben sind. Was zum Teufel? Was zum... Oh, du bist schon ein Schlag weg. Okay. Hi. Das Weg. Bis da. Auf. Den hätte ich so erledigen können, verdammt. Ganz was Gutes. Nein, eine Mal von sonst kennen es gleich leer. Ich habe schon diese Fähigkeit, dass Fusionskerne länger halten. Ich glaube nicht, ne? Gut, dann gehen wir eben weiter. Nicht hier lang. Hi, schon wieder so einer. Bleib hier oben. Und der bekommt auf einmal so viel Schaden. Ich bin hier oben, ey. Oh, zum Glück können Ghule nicht springen, ne? Jo, schlecht, nee, schlag dich zurück. Der Kampf des Jahrzehnte. Das gefällt mir hier. Oh nein, bitte, ich will nicht. Ah. Oh. Wie verzweifelt das aussah. So, nein, ich will nicht. Oh. Bitte nicht anfassen. Keine Angst. Gut. Wenn du dich in einen Pool verwandelst, jag ich dir ganz schnell eine Kugel in den Kopf. Und das lieb. So was Nettes hat noch nie jemand hier in diesem Ödland zu mir gesagt. Ich würde dir auch eine Kugel durch den Kopf schießen, wenn es dich beruhigt. Ich meine allgemein. Okay, ich glaube, wir sind ja schon gleich fertig. Was ist denn weg? Was du denn? Ich habe eine gute Strategie. Auf diesen einen Ding
wo ich nicht getroffen werden kann. Ich bin auch sehr schwer. Ich habe nur noch, weiß ich nicht, 14 Stimpacks oder so. Lass mich. Ich meine schon, ich will nicht wissen, wie man springt. So eine okay, warum ist denn so eine Cola Dose drin? Dieses nukleare Material. So, sind wir fertig. Du sag ja. So, leck mich. Kein Buff out und so. Ich brauche eiskalte Stimpacks. Verdammt. Hätte ich immer nicht aufgenommen. Ich bestimmt schön aufschließen können und Erfahrungspunkte kriegen können. Ja, okay. Ich nehme einfach die ganze Tasche mit. Okay. Das hier nichts, so, mehr ist ja nicht, ne? Gut, hoffentlich kriegen wir ordentlich Erfahrungspunkte. Ich hätte gerne eine ab, obwohl ich nicht weiß, was ich aufnehmen soll. Noch nicht. Und ich noch mal Nacht Mensch, glaube ich, hochleveln. Zwei Dinger Steigerung reicht eigentlich schon. Strahlenresistenz brauche ich eigentlich auch nicht mehr so, wo ich mir halt eigentlich zum Ziel gesetzt habe. Also dann brauche ich echt irgendwie so weit, um mehr Schaden auszuteilen. Hey. Okay, habe ich schon gewundert, warum ist er auf einmal aufgegangen? Entschuldigung. Warte, ich jag die Ghule seit Wochen und warte auf eine Gelegenheit. Dann kommst du und mir nichts, dir nichts, ist die ganze Meute einfach tot. Weißt du überhaupt, was das ist? Ein Premiumsatz Pelmenwerkzeuge. Was ist denn so toll an diesen Werkzeugen? Pelmens pumpt mehr Drehmoment raus als eine Todeskralle auf Psycho. Und bevor Pauli weglief, hat er die Werkzeuge immer geputzt. Die gibt's hier kein zweites Mal. Wenn man sich die Welt so ansieht, sind solche Werkzeuge nützlich. Ganz genau, du hast es kapiert. Warte. Die Seefahrerin schickt dich, oder? Dieser verdammte Mitch und sein... Keine Ahnung, wer mich hier nochmal gesendet hat. Anbietet, das ist nichts. Ernsthafte Bastler würden ihre Oma dafür verkaufen. Ich zahl dir 2000 Kronkorken hier und jetzt. Abgemacht? Wenn da 2000 Kronkorken wert sind, dann will ich gar nicht erst wissen, was ich von der einen bekomme. Warum brauchst du das Werkzeug so dringend? Ich hab so meine Projekte. Mehr musst du bei den Kronkorken, die ich zahle, nicht wissen. Bei dem Angebot muss ich passen. Mal. Ich bleib hier nicht ewig. Wenn du das ausschlägst, bereust du es. Oh, du. Denk doch mal nach. Wenn der schon 2000 Kronkorken dafür geht, dann will ich gar nicht wissen, was die eine dafür gibt. So, das müssen wir auch noch machen. Wenn das Werkzeug. Das wäre jetzt auch beschafft, dass die Seefahrer brauchen, um die Mauern von Faaba, den Rumpf, Quote zu verstärken. Das muss ich jetzt zu erbringen. Ach so, das ist für Faaba, okay. Ja, gut. Die ganze Stadt gegen den.
Nein, danke. Keine Ahnung. Irgend so ein random Typ, die mir 2000 Kronkorken an. Gehe ich euch einfach random darauf ein. Wo ich die gebrauchen könnte für den Dingens. Aber ich will ja sowieso nicht die Kronkong ausgeben. Fällt mir aber ein. Ne? Will eigentlich nur Vorkriegsgeld sammeln, bis ich so viel hab, dass ich mir davon Dingens kaufen kann, den Helm. Also ja. Also nicht. Kronkorken brauche ich jetzt nicht so. Okay. Kann ich gar nicht hier fragen. Alan, brauchst du mehr Feuer? Zeig mal, was du da hast. Handeln wir. Nur meine Sachen hier, die ich nicht brauche. Nein, nicht das. Wurst. Ja. Vorkriegsgeld, wie sieht's jetzt aus? 6500, das heißt, ich brauche noch irgendwas mit 1600 nochmal. Mein Gott. Ja. Was hast du denn zu bieten? Hallo, Seefahrerin. Warst du in der Gerberei? Hast du meine Werkzeuge gefunden? Ja, meinetwegen. Wirklich toll, dich getroffen zu haben. Hier ist deine Belohnung. Wohlverdient. Jetzt wird am Rumpf gearbeitet. 450 nur. Ah. Seefahrerin? Mit dem Werkzeug krieg ich alles Mögliche hin. Okay, ich habe gerade 1500 Kronkorken aus dem Fenster geworfen. Aber Kronkorken baue ich wirklich echt nicht. Also, das muss ich extra hier. Zu reparieren. Eine Power Armor fassen. Jetzt gibt die mir mehr Verteidigung, ne? Bis jetzt. 490. Ich glaube, das ist mehr als ich normal hab. Ich irgendwann mit 290 oder so. So. Weiß nicht, was machen wir noch hier in der Nähe? Irgendwann in der Nähe. Irgendwann in der Nähe. Rennen wir mal durch die Gegend, wenn wir noch irgendwas zu finden. Wobei reden wir mal mit ein paar Leuten, vielleicht haben wir ja noch ein paar Sachen, die wir machen können. Du bist ein 115 Typ. Ich hoffe, Haber behandelt dich gut. Ich würde es ruhig angehen lassen, wenn die Leute einfach höflich sind. Was gibt es in der Stadt zu tun? Brooks verkauft alles Mögliche. Daddy Wright kann dich in seinem Laden verarzten, falls nötig. Außerdem gibt's im Last Plank Fusel und so ein Zeug. Ach ja. Und wenn du eine Knarre suchst, sprich mit Alan Lee. Kennst du jemanden, der Hilfe brauchen könnte? Da fallen mir nur die Seefahrerin und Cassie Dalton ein. Was hat es mit diesem Ort auf sich? Tja, das ganze Dock hat mal der Seefahrerin gehört. Oh, ein bisschen Konversation treiben nach 20 Grad. Jede Familie und jede Siedlung aus ihren Häusern im Landesinneren. Die Seefahrerin war so nett, die Leute hier bleiben zu lassen. Haber ist dem irgendwie entwachsen. Ich muss gehen. Bis dann. Okay. Nicht wahr? Da sind Dinge draußen. Hey, Alan. Ich hab die Waffen, wenn du Kronkorken hast. Die Seefahrerin sagt, dass der Nebel lebt und ich hören kann. Also pass auf, was du sagst. Hey, Sandra. Der Nebel ist scheiße. Ich hab keine Zeit für dich. Frische Lieferung. Alles für die Gesundheit und den Magen. Er pflanzt sich direkt wieder dahin. Hey, Brooks. Wie kann der Köderladen dir helfen? Was ist deine Geschichte? Ich will nur ein paar Kronkorken verdienen. Apropos, willst du was kaufen? Das ging schnell. Ich brauche im Moment nichts. Ein andermal. Bin dir doch völlig egal. Patient Andre läuft herum. Wenn ich nicht aufpasse, gibt's bald zwei Ärzte im Verhaber. Wie
geht's denn so? Die Leute hier haben's nicht leicht. Und Manieren sind auf dieser Insel ein durchaus rares Gut. Festlandbewohner sind oftmals freundlicher. Mir gefällt die Gesellschaft also. Hast du medizinische Vorräte? Was? Oh ja, Handeln. Handeln. So, teuer. Ich weiß auch nicht, was ich verkaufen sollte. Lass mal, ich werde schon irgendwie durchkommen, ich bin zu gierig. Der Doktor meint, dass ich mich mit der Zeit wieder voll erholen werde. Er sagt, dass ich das dir zu verdanken habe, aber ich kenne dich gar nicht. Ich auch nicht, wer bist du? Wer bist du eigentlich? André Michaud, mein Mann und ich. Jagen Meyerlurks wegen ihrem Fleisch, ihrem Panzer. Aber die letzte Jagd nahm kein gutes Ende. Und wie schlecht geht's dir jetzt genau? Richtig schlimm. Ein Meyerlurk-Jäger hat John von hinten überrascht. Ich konnte ihn wegzerren, aber musste blindlings fliehen in den Nebel. John war der Spurenleser. Er kannte die Insel. Aber ich verirrte mich sofort. Ich kann mich nicht an das erinnern, was passiert ist. Irgendjemand fand mich und brachte mich hierher. Ich habe nur meine Bürgerpflicht erfüllt. Du bist offensichtlich nicht von hier. Dankbarkeit ist hier draußen schwierig. Also, ja, diese Insel hat mir meinen Mann genommen. Alles genommen. Diese Insel ist eine Krankheit. Erkennst du es nicht? Sie ist böse. Sobald ich gesund bin, schnappe ich mir so viele Waffen, wie ich tragen kann. Dann töte ich alles, was mir im Weg steht, bis die Insel gesäubert ist oder ich tot bin. Wirklich? Das ist dein Plan? Die Insel will uns alle tot sehen. Wenn sie mich will, soll sie nur kommen. Tolle Art, sein Leben zu verschwenden. War mir klar, dass ein Festlandbewohner das nicht versteht. Auf Wiedersehen. Okay. Der Köderladen hat alles, was du brauchst. Auf Wiedersehen. Oh, ich setz mich doch wieder. Brauchst du eine Art? Boah. Na gut, dann. Dann würde ich mal, weiß ich nicht, den Part hier beenden. Und wir schauen uns dann im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.